Ja, herzlich willkommen nochmal zu diesem kleinen Tutorial, in dem ich Ihnen zeigen möchte, wie Sie von einem Audio-File zu einem Video-File kommen. Denn Big Blue Button, das hatte ich Ihnen schon gezeigt, lässt die Integration von Medien zu, nämlich hier von Videos. Ja, ein externes Video können Sie einbetten. Allerdings, das zeige ich Ihnen auch gleich, nur von YouTube, Vimeo, Instructure Media, Twitch und Dailymotion. Alle anderen URLs werden nicht akzeptiert. Da bei uns an der Fakultät oder im Bereich GSW generell auch über Sprachenlernen geredet werden muss, das heißt, wie vermittelt man bestimmte Aussprachen, wie kann man andere Audioinhalte oder wie zum Beispiel Musik, wie kann man das Ganze hier integrieren in eine Videokonferenz, gibt es einen kleinen Trick, nämlich, dass Sie dieses Audio-File zu einem Video konvertieren. Zunächst erstmal, warum ist das nicht möglich, hier mit MP3s zu arbeiten? Es ist durchaus ein üblicher Trick, über MP3s Schadsoftware in bestehende Umgebungen einzupflegen. Und da wir alle das nicht wollen, ist die Beschränkung auf Video durchaus sinnvoll. Und ich zeige Ihnen aber, wie Sie das tun können und aufbauen können. Als Videoschnittsoftware benutze ich persönlich PowerDirector. Warum? Weil ich sehr bequem bin und seit vielen Jahren mit diesem Tool erfolgreich arbeite. Ich verlinke aber im Kommentarbereich DaVinci Resolve. Das ist eine ähnlich potente Software, die Sie kostenfrei beziehen können. Gut, gehen wir mal davon aus, dass Sie ein MP3-File zur Verfügung haben. In meinem Fall ist es so. Und ich habe der Einfachheit halber, ziehe ich dieses MP3-File hier hinein. Es geht hierbei um das Decamerone von Boccaccio. Den Hintergrund kann ich Ihnen jetzt noch nicht verraten. Seien Sie gespannt. Und als zweites brauche ich freilich ein Bild, was ich benutze, um den Videoinhalt zu erzeugen. Und möglicherweise ist Florenz eine sehr schöne Alternative, die man hier verwenden kann. Ich speichere das Bild jetzt hier der Einfachheit halber in dieser einfach von der Anzeige weg. Ich muss die URL daneben nicht angeben. Das Ganze hatte ich schon erläutert, liegt bei Pixhere. Das heißt, das ist ein Bilderlieferdienst, der mit quelloffenem Material arbeitet und deswegen ist eine Angabe der Rechte nicht notwendig. So, als zweites Medium, das wir einbinden, haben wir also diese Grafik von Florenz. Und mit einem mehrspurigen Videoprogramm, das zeige ich Ihnen, können Sie so einen Inhalt sehr, sehr schnell produzieren. Im Wesentlichen ziehen wir jetzt hier mal noch ein bisschen auf. Das wäre sonst zu klein. Das will ja auch keiner. Das ist nur ein Teil dieser wunderschönen Aufnahme gezeigt wird. So, Moment. Da. Und das Ganze können wir jetzt schon produzieren als kleines Video. So, da ich jetzt nebenbei aufzeichne, gerät hier mein Rechner ein bisschen an seine Grenzen. Tatsächlich für ein Video, das nur eine Audioaufnahme enthält, lohnt es sich nicht wirklich in eine Full-HD-Auflösung zu gehen, denn es kommt Ihnen ja vor allen Dingen auf den Ton an. Deswegen wählen Sie hier ein kleines Format. Ich entscheide mich jetzt hier für 640x480 bei 25 Frames und würde das Ganze hier tatsächlich jetzt produzieren. Sie sehen, das geht auch sehr, sehr schnell, dadurch, dass wir ein sehr, sehr kleines Videofile produzieren. Und dieses Videofile würde ich dann als nächstes zu YouTube laden und von dort aus dann in Big Blue Button verlinken. So, das Video ist fertig. Hat der PowerDirector seinen Dienst getan. Und jetzt kann ich in meinem Kanal zum Beispiel dieses Video hochladen. So, Dokumente,
So, Power Director. Da ist es schon. Lade das tatsächlich auf YouTube hoch und würde jetzt das Ganze mal so bezeichnen. 001. Ein Thumbnail dafür brauchen wir nicht. Das wird ja identisch sein mit dem Bild, mit der Bildaufnahme, die wir gerade gemacht haben. Es muss jetzt auch in keine Playlist. Das Entscheidende, wenn Sie es nicht zeigen wollen, dass Sie tatsächlich es auf nicht gelistet stellen und das Ganze speichern. Sie werden jetzt sehen, bei so kurzen Files geht es in der Regel sehr, sehr schnell, dass ein Video geladen wird. So, jetzt mal gucken. Das wird verarbeitet im Moment. Ist jetzt fertig. Jetzt heißt es noch kurz warten. In der Zwischenzeit vielleicht legen wir doch noch, schauen wir mal, wie das mit den Thumbnails aussieht. Videoqualität wird mit SD angezeigt. Und da ist es. Jetzt haben Sie hier den Videolink, den Sie kopieren können und bei Big Blue Button einstellen. Neues Video teilen. Giovanni Pucca. Wir pausieren das mal. Ich stelle das Desktop-Audio mal an, damit Sie das jetzt hören, was jetzt passiert. Genau, und Ciò, das Decamerone, aus dem Italienischen übersetzt von Johann Heinrich Friedrich Karl Witte von 1800 bis 1883. so, damit haben Sie faktisch dann Ihr Video, Ihr Audio-File in ein Video-File transferiert, dieses Video-File bei YouTube eingestellt, als nicht gelistet geflaggt und können es dann bei Big Blue Button einbetten. Das noch ein kleines How-to, wie man diese Sperre von MP3-Files für Videoumgebungen umgehen kann. Das können Sie natürlich auch benutzen in allen anderen Umgebungen, in denen es Ihnen nur gestattet ist, von bestimmten Diensten Videos einzubetten. Und wir an der TU Dresden brauchen das, um Audio-Files zum Beispiel im Web-CMS unterzubringen. Und das zeige ich Ihnen jetzt noch zum Schluss. Also das heißt, Sie können diese Technik auch an allen anderen Stellen einsetzen, die Ihnen hier entgegenkommen. Ich zeige es Ihnen nur. Das ist die barrierefreie Vorstellung des Bereichs GSW. Und um hier Audio-Files einzubetten, die barrierefrei sind, haben wir uns dazu entschieden, Videos, haben wir uns dazu entschieden, Audio-Files in Video-Files zu transferieren. Und das sehen Sie genau an dieser Stelle. Hier wäre eigentlich eine MP3 die bessere Wahl gewesen. Allerdings lässt sich das im Web-CMS nicht umsetzen. Deswegen haben wir uns hier für eine Hörversion im Video entschieden. Genau, auch das können Sie mit diesem Workaround realisieren. Ich hoffe, dass das eine Hilfe war und bin gespannt auf Ihre Inhalte, die Sie in den Videokonferenzen einbetten. Und wir hören und sehen uns bald, Ihr Alexander Lasch.